es ist wieder soweit. Olafs Club is burning. Und wir haben heute Kandidaten am Start, bei denen ich wirklich bis hierher spüre, sie haben die Vibrations am rechten Ohr. Mit diesen Typen kann man Pferde quälen. Kennst du einen, triffst du immer den richtigen. Heute dabei Dave Davis, Horst Evers, William Wahl, Bernhard Liebermann, Thierry Gelot und natürlich, wie war der Name, Sandra Sprünken? Ich denke, wir sollten anfangen. Herzlich willkommen natürlich auch daheim. Ja, hier tobt der Glamour, hier rappelt die Wollust. Wir sind subversiv, wir sind kollateral und absolut endgeil. Und ja, wir leben ja momentan in Zeiten großer Aufregung. Ja, die Menschen sind oft unsicher und das ist natürlich auch für uns, den MDR, ein Handlungsauftrag. Wir versuchen natürlich, Präsenz zu zeigen. Wir sind ja überall erreichbar, ja, online. Wir haben diese ganzen digitalen Plattformen. Es gibt hier die Spaßzone auf Insta, wie wir Jugendlichen sagen, Facebook. Wir sind bei TikTok, bei Plemplem. Und ihr könnt uns auch direkt auf der Mediathek anrufen. Und ja, aufgrund dieser geballten medialen Präsenz sind wir wirklich pro Tag 27 Stunden lang erreichbar. Und das wird von der Bevölkerung auch angenommen. Ja, es ist ganz oft, dass man uns so Fragen zusendet und das ist natürlich immer interessant, schon wirklich zu erfahren, womit sich die Menschen beschäftigen. Da weiß ich manchmal auch nicht gleich eine Antwort. Ja, da hat zum Beispiel jemand geschrieben, woran erkennt ein Glatzkopf, dass sich das Gesicht wäscht? Da musste ich selber erst mal googeln. Ja, oder wenn ich ein Gespenst erwerbe, besitze ich dann geistiges Eigentum. Ja, also Haufen so ein Zeug. Und ich habe mich ja selber auch immer schon als junger Mensch so für so spannende Fragen interessiert. Ich weiß noch, ich war oft bei meiner Oma, habe ich schon oft erzählt. Also ich habe ja zwei Omen. Und bei meiner Oma väterlicherseits, ja, Oma Manfred, da war wirklich immer schön, aber das Essen war halt wirklich furchtbar. Ja? Da war alles vom Schwein. Ja? Da gab es dann immer so Bockwurstauflauf mit Fleisch und Schnitzelkompott. Ja? Da war so geselchter Zwiebelsirup und so Fenchelgrütze. Und dann gab es immer so, wie habe ich es genannt? Pferdemarmelade. Ne? Denn das war mit Huflattich und so ganz komisches Zeug. Dann so selbstgemachter Gelee, ja, so Stachelbeer-Gelee. Aber meine Oma, die hat die Stachelbeeren immer abgemacht und bloß die Stacheln genommen. Und dann das so gepökelt, das schmeckte wirklich wie kalte Kotze. Aber warm gemacht, ja, also das war wirklich, bleh. Und da hat die immer gesagt, komm, geh in den Keller, hol eine Marmelade. Und dann habe ich die Marmelade geholt und dann muss ich dann zum Schluss immer die Gläser auswaschen. Ja, darauf will ich eigentlich hinaus. Ich habe dann die Gläser ausgewaschen, habe die ausgetrocknet, habe die zugedreht, ziemlich fest und dann nicht mehr aufgedreht bekommen. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn ich die zukriege, aber nicht mehr auf, bin ich dann zu stark oder zu schwach? Ne? Verrückt. Naja, und diese Fragen stellt man uns eben laufend hier so. Neulich wollte auch einer wissen, darf ich einer Bulgarin ins Gesicht spucken? Ich habe gedacht, ja, darfst du, aber nur im Sonderfall, also nur, wenn der Bart brennt. Ja. Und warum erzähle ich das? Genau, weil unsere erste Künstlerin ist quasi auch eine Frau, keine Bulgarin, aber sie lebt in einer Region, in der sehr viele Bulgaren leben, nämlich in Dortmund. Und wie es dort so ist, das erzählt sie uns am besten selber. Freuen wir uns auf die grandiose, famose Sandra Sprünken. Guten Abend. Hallo, hallo. Da bin ich. Schön bei euch zu sein, Leipzig. Ich freue mich sehr. Ich würde gerne heute Abend mit euch über eins meiner großen Hobbys reden. Und das ist bei mir definitiv Podcasts hören. Ich liebe Podcasts. Ich finde, das geht einfach immer. Früher war das so, wenn ich mich stundenlang von fremden Leuten habe voll labern lassen wollen, dann bin ich zum Klassentreffen gegangen. Aber jetzt gibt es dafür ja zum Glück online die wunderbaren Podcasts. Und es gibt ein Podcast-Genre, das wird gerade hier von uns Frauen besonders oft und besonders gerne gehört. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Es heißt offiziell kranker Scheiß.
Nein, Leute, es ist natürlich der True Crime Podcast oder Serienkiller Podcast genannt. Vielleicht mal kurzes Stimmungsbild hier im Publikum. Wer hört denn hier True Crime Podcast? Bitte einmal klatschen. Oh ja. Ja, dann weiß ich ungefähr, wo ich anfangen muss. Das ist gut. Dann hole ich euch alle mal so ein bisschen ab. Also es ist wirklich so, wenn man das wöchentlich hört, eine Stunde oder sogar mehr, dann hat man irgendwann wirklich alles gehört. Ne? Man ist total abgestumpft, nichts schockt einen mehr. Man weiß dann einfach super hilfreiche Sachen, wie dass man Leichen zum Beispiel einfach jederzeit zerhäckseln kann, zerkleinern kann. Man kann sie aber auch einfach kochen, dünsten, marinieren, frittieren, in kleinen Dosen abtuppern oder vielleicht auch einfach ganz fluffig im Thermomix vorbereiten. Ne? Bei True Crime Podcasts ist man halt irgendwann komplett abgestumpft. Ich habe einen Kumpel, der hatte ein Tinder-Date mit einer Lady und die hat ihm geschrieben, hey, komm doch einfach zu mir, wir machen Netflix und Chill. Und er war so, geil. Weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Netflix und Chill heißt, aber für Paare heißt es in der Regel, man sitzt 2 Stunden zusammen und kriegt sich in die Köpfe und streitet sich, welchen Film oder welche Serie man gucken will. Dann drückt man auf Play und nach spätestens 15 Minuten schläft dann der Erste ein. Ja, so ist es doch, alle nicken, genau. Bei Singles ist es eine andere Sache. Ne? Da wird gestreamt, da wird richtig hart einer weggebinged. Ne? Da sitzt keiner zum Film gucken auf der Couch, würde ich mal sagen. Und deswegen dachte er sich, ist doch eine tolle Sache. Er kam an und sie sagte, Mensch, ich hätte total Bock, die neue Jeffrey Dahmer-Serie zu gucken. Bist du dabei? Und er dachte sich, ja, bisschen komisch vielleicht, aber gut. Warum nicht? Wird jetzt schon nicht schlimmer werden als die letzten Spiele unter Hansi Flick. Und ja, vielleicht für die Nichtkenner, Jeffrey Dahmer, das ist ein Serienkiller, der hat 17 Menschen umgebracht. Wichtig ist, wir sprechen hier von Jeffrey Dahmer, nicht von Hansi Flick. Der hat nur unsere Wünsche und Träume beerdigt. Aber Jeffrey Dahmer ist wirklich krass, also Kannibalismus, Nekrophilie. Er ist so ein bisschen im Monopoly der Metzeleien die Schlossallee, würde ich sagen. Er ist der Maître, der euch wirklich alle Köstlichkeiten von der Serienkiller-Karte serviert. Ich würde so weit gehen zu sagen, Jeffrey Dahmer ist so grausam, er ist fast so unbeliebt wie der Feminismus. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Auf jeden Fall hat mein Kumpel sich gedacht, ach komm, gucken wir. Und sie hatte nach 5 Folgen von dem ganzen Zeug noch richtig Bock. Aber was sag ich, sie hatte nicht nur Bock, sie war richtig heiß geworden dadurch und falls ihr mal wissen wollt, was eine wirkliche Red Flag ist, das ist eine. Mein Kumpel war komplett irritiert, der konnte gar nichts mehr. Mit dem hatte das noch was gemacht. So. Er war bewegt davon, dass er sich 5 Folgen angeguckt hat, wie Leuten in den Kopf gebohrt wurde. Aber sie hatte richtig Bock. Das war für sie ein normaler Samstagabend, ja? Das war für sie ein bisschen so, wie andere tatsächlich Liebe gucken. Es war ihr Vorspiel, Leute. Und das meine ich, wenn ich sage, man stumpft einfach wahnsinnig von dem ganzen Zeug ab, so. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, als es um das Thema Serienkiller ging, war vor allen Dingen die Frage, warum gibt es eigentlich in Amerika viel mehr Serienkiller als bei uns in Deutschland? Also das ist definitiv so, auch prozentual, dort gibt es einfach viel mehr. Und ich habe gedacht, naja, warum? Weil in Amerika kannst du dir die ganze Heimlichtuerei eigentlich sparen. Weißt du, du musst nicht ins Darknet gehen und irgendwie illegal dir eine Waffe bestellen. Die hast du ja einfach zu Hause rumliegen, ne? Das ist ja das Praktische. Schatz, weißt du, wo unsere Handfeuerwaffe ist? Oh ja, Schatz, die habe ich gestern noch bei Cassidy im Kinderzimmer gesehen. Die liegt im Barbie-Puppenhaus im Wohnzimmer, wenn du Bock hast. Ja, super. Und wir wissen auch alle, wie schnell so Nachbarschaftsstreit in Amerika eskalieren, ne? Geht einer raus in den Garten. Hey, Joe! Kumpel, ich heiße Jack. So, ist leider die Wahrheit, oder? Hey Dave, sag mal, hast du da eine Regenbogenflagge in deinem Garten? Oh ja, cool, dass du fragst. Pff, ist eine ungünstige Stelle zum Lachen, sag ich dir. Aber gut. Du, ihr macht das, wie ihr das wollt. Also daran kann es auf jeden Fall nicht liegen. Woran liegt es dann? Und dann habe ich mich da reingegraben in die Thematik und ich weiß es jetzt, Leute. Die Presse ist schuld. Die amerikanische Presse, die jazzt die Serienkiller da dermaßen hoch, die gibt denen die geilsten Namen ever. Ich meine, The Zodiac Killer klingt leider ziemlich cool, muss man leider sagen. Und es ist so, ich bin da gut in der Thematik drin. Ich finde, amerikanische Serienkiller klingen alle wie so Wrestling-Götter. Ich bin ein Kind der 90er, ich bin in den 90ern aufgewachsen, ich habe ganz viel mit Wrestling zu tun gehabt, WWE, WrestleMania, you name it, ich habe es gesehen, der Undertaker war mein Held, wirklich. Und deswegen weiß ich genau, was damit gemeint ist. Ich habe auch heutzutage noch so das Problem, wenn ich in den Supermarkt gehe und jemand benutzt an der Kasse den Warentrenner nicht korrekt auf dem Band,
Will ich dem gleich eine Clothesline geben für Wrestling-Profis, wenn ihr wisst, was das heißt. Ja? Oder ein Leg-Drop oder so. Das ist so meine Idee davon. Und deshalb weiß ich es. Aber ich bin euch ja jetzt den offiziellen Beweis, dass die Serienkiller wirklich wie Wrestling-Teilnehmer klingen, noch schuldig. Und deshalb habe ich Folgendes vorbereitet. Ladies and Gentlemen, please welcome to the ring tonight the Kansas City Butcher versus the Milwaukee Monster and later on the Skid Row Slayer versus the Night Stalker. So klingt's, Leute. Ja. Sind wir mal ehrlich, das klingt leider ziemlich cool, ne? Ungünstig, aber wahr. Und es gibt sogar einen, ja, Serientäter ist es nur, aber der hat für mich den besten Namen abbekommen, Leute. Es ist der Texas Butthole Tickling Bandit. Und das sind, finde ich, extrem große Worte für einen Typen, der ungelogen so sich in die Häuser von Leuten einschleicht, zum Schlafzimmer geht, ans Bett herantrippelt, die Bettdecke anhebt und dann einfach wirklich nur kurz mit seinem Zeigefinger die Bewohner am Poloch kitzelt und wieder abhaut. Den gibt es wirklich. The Texas Butthole Tickling Bandit. Wie cool klingt das bitte? Und wisst ihr, was die deutsche Presse aus diesem armen Mann gemacht hat? Den Texas Anuskitzler. Ging hier durch die Medien, so hieß der hier. Und wie uncool ist das denn bitte? Also das macht doch wirklich gar keinen Spaß, ne? Hier in Deutschland gibt es nur so Serienmörder wie Uwe M., der Würger von Regensburg. Oder es gibt Onkel Tic-Tac. Das ist ja, im Grunde eine Nickelodeon-Nachmittagsserie für Jugendliche, würde ich sagen, maximal. Und selbst wenn du hier 25 Menschen killst, dann kommst du hier mit der Schlagzeile weg, der Todmacher geht um. Und Leute, dann bist du am Ende in der Zeitung. Du hast es geschafft, dein Bild auf der Frontpage. Und daneben steht so eine lame Schlagzeile. Ich sag's euch ehrlich, dafür würde ich mir die ganzen Mühen auch wirklich nicht machen. Dankeschön, ihr Lachsäcke, hör mal. War sehr schön mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sandra Sprünken. Mensch, du, weil du gerade von Serienkillern sprachst. Ja. Wir haben das als Kinder immer gespielt. Serienkiller? Nein, also doch so Stadtland-Serienkiller. Also man musste immer so mit ABC, wo man A sagen muss und dann hat einer Stopp gesagt und dann, ja, kam angenommen, ist man stehen geblieben bei SZ. Da hat man gesagt, müssen wir nochmal und dann. So. Ja, also Stadtland-Fluss halt, nur mit Variation. Ich kenne noch Stadtland-Sex-Praktik, aber ich glaube... Du, die lässt sich ja mit dem Serienkiller leider oft verbinden. Alter. Stimmt, ja, wenn man das angenehm... Naja, lass uns vielleicht... Wir könnten es wird ja nicht besser, Olaf. Wir könnten lass uns gehen. Gemeinsam spielen. Ich spiele doch so gerne. Habt ihr Lust, mit uns zu spielen? Wollen wir ein Spiel spielen? Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, ja, ja. Ihr kennt doch das Spiel, oder? Also ich sage los und dann muss einer sagen Stopp und bei dem Buchstaben dann, oder? Alles klar. Also, los. Stopp. G. Nenne eine sächsische Stadt mit G. Gießen. Du warst gar nicht dran. Sächsische Stadt? Sächsische. Geil. Görlitz. Glaubnitz. Ja, Glaubnitz, du hast gewonnen. Du darfst als Erster einen Schnaps trinken. So, und nochmal. A. Stopp. V. Nenne zwei Sexualpraktiken ohne V. Ögeln. Ögeln, sehr gut. Und weiter geht's. A. Hast du nicht einen Schnaps? Ein Schnaps? Also, na, hallo. Stimmt, du hast einen Schnaps gewonnen. Prost. Sag mal. Entschuldigung, ich bin ja schon ganz... Nein, was gibt's noch? A. Jemand muss Stopp sagen. Stopp. Ja, A. Nenne eine tschechische Hauptstadt mit A. A? A. A. Nee, bloß mittendrin. Prag? Prag, Horst, du hast schon wieder einen Schnaps gewonnen. Dafür habe ich jetzt gewonnen. Für, ja. Nee, man so gilt alles. Und glaube, eine Frage haben wir noch. Eine Frage haben wir noch. Und los geht's. A. Stopp. Wie heißt der nächste Künstler,
der nicht so einen komplizierten Nachnamen hat und ein rotes Hemd anhat. B, meine ich. Also, hier, Berner, das bist du. Du hast gewonnen. Aber du bist zu jung, du darfst noch nicht trinken. Du musst zur Strafe auf die Bühne. Freuen wir uns auf Bernard Liebermann und Thierry Giraud. Eure Bühne. Begrüßt sie mit einem freudigen Applaus. Das ist ganz schön hart. Meine Güte. Deutsche Sprache ist ja großartig, oder? Gibt so viele tolle, wunderbare Formulierungen. Zum Beispiel, wenn Klimaaktivisten, die sich festkleben, wenn denen gedroht wird mit Haft. Okay, ich sehe schon, Wortspiele sind nicht euers, aber ich habe noch drei weitere. Zum Beispiel, dass das Tier, der Seestern, der hat keine Augen. Und dass der dann Seestern. Okay, ich hör schon auf. Und dieses eine, ja, Sprichwort kann man nicht sagen, dieser Zungenbrecher, der eine, der hat es mir völlig angetan. Kennt ihr den? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, weil der stimmt. Ja, ist so. Ja. Ja, aber ist ja so. Also Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Also außer wenn wer Blaukraut auf den Saum vom Brautkleid draufreibt. Ne? Ja, denn weil dann das Brautkleid blau bleibt, wird die Braut bleich und ergraut leicht. Schließlich wird die Braut getraut gleich, doch das eingesaute Brautkleid braucht kein Schwein, wenn's außen blau bleibt. Also braucht's wen, der es aufklaubt und es einweicht, dass das Brautkleid voll mit Blaukraut eilig ausbleicht, damit Blaukraut blau wie Blaukraut und das Brautkleid weißlich ausschaut. Ja. Wenn natürlich ein Klabautermann das Kleid klaut und gleich abhaut mit dem Raubkleid, klagt der Trauzeuge sein Leid laut und die Braut braucht eine Auszeit. Der Klabautermann verkauft gleich sein der Braut geraubtes Brautkleid. Ein verkauftes Brautkleid reicht aus. Er ist steinreich, geht ins Brauhaus, sauft dort tausend und ein Weinfass aus Eiche, alle baugleich. Der Klabautermann ist saubreit und schreit blau durchs ganze Brauhaus. Ob jetzt Brautkleid oder Blaukraut. Wer genau schaut, weiß, dass gleich bleibt. Weil ein Liter faule Weintrauben schon ausreicht, dass man blau bleibt. Prost! deutsche Sprache, Wahnsinn. Und wir, apropos Deutsch, haben uns natürlich gefragt, was ist denn eigentlich, was ist typisch Deutsch? Und deswegen haben wir uns den Ort angeschaut, an dem der Deutsche eigentlich am liebsten ist. Das ist natürlich... Interaktion ist auch nicht so euer Ding. Okay, egal. Wo der Deutsche am liebsten ist, ist natürlich Leipzig. Zu Hause, das ist für euch ja das Gleiche. Also ich meine, ja. Nee. Am liebsten, seien wir ehrlich, ist der Deutsche natürlich woanders. Deutsch sein lag mir nicht gleich in der Wiege. Das habe ich am Hotelpool oft trainiert. Jeden Morgen habe ich dort ne Liege. Ich habe sie per Handtuch reserviert. Der Deutsche liebt das Reisen, das Ausland ist sein Ziel. Seit 1945 meistens in Zivil. Weiter. Stattdessen haben wir heute selbst für nen Städtetrip Funktionskleidung und Rucksack von Reinhold Messner mit. Die meisten Leute sagen, so kann man das nicht tragen. Das ist mir egal, ich tu's. Sandalen und weiße Socken, da bleibt kein Auge trocken und leider auch kein Fuß. Im Grand Hotel in Frankreich an der Seine. Da wart ihr auch schon, ja. Im Grand Hotel in Frankreich an der Seine. Da waren sie am Buffet ganz irritiert.
Die letzten zwei Stück Kuchen waren meine. Ich habe sie per Handtuch reserviert. Der Deutsche liebt das Reisen, besonders auf dem Meer. Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, wenn man nicht seekrank wär. Zumindest gab's zu futtern, als wir in See gestochen. Es schmeckte wie bei Muttern, die konnte auch nicht kochen. Doch rein damit, egal, wir haben dafür bezahlt. All inclusive, das verpflichtet. Wir gehen nie an Land. Zu groß ist unsere Angst, dass man ohne uns den Anker lichtet. Ich bin so deutsch, dass meine Frau, die Inge, da sitzt sie, selbst für den Weg zum Frühstück Brote schmiert. Zu unserer Hochzeit gab es keine Ringe. Ich habe sie per Handtuch reserviert. Der Deutsche liebt das Reisen, doch eines liebt er nicht. Wenn man im fernen Ausland auf andere Deutsche trifft. Wir wollten mal auf Malle mit Einheimischen quatschen, doch waren die leider alle Touristen aus Nordsachsen. Oh, schwer Blätter. Ja, wirklich. Wir waren hier und da, Provenze, Ischia. Das hat alles seinen Reiz. Wir haben die Welt gesehen, doch nirgends ist so schön wie daheim in Zeitz. Ja, das ist besonders witzig, wenn man schon mal in Zeitz war. Mein letzter Wunsch ist, ich möchte gern, dass wenn ich sterb, mein Leichnam dann begraben wird. Die schönste Stelle auf dem Friedhof kenn ich. Und Bernhard Liebermann, mein Liebermann. Ja, vielen Dank. Der Zeitz, da war ich auch schon. Die hatten dafür diesen spektakulären Slogan, Zeitz ist geil. So, jetzt, man sieht es, es kommt jetzt hier zu einem schweren Umbau. Hier auch mal Applaus für unsere beiden fleißigen Helfer. Über die können wir erzählen, was wir wollen. Hovedeck und Zbebel. Ja. Tschechen verstehen eh nicht. Ganz schön schwer, was? Meine Frau zu Hause auch einen Pudel. Klasse, vielen Dank. Das ist wirklich nett. So. Genau. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Künstler. Es geht wirklich anspruchsvoll und niveauvoll weiter. Wir kommen zur Sparte, wie nennt man, Klavier, Kabarett, zwecks diesen Berufs haben wir hier ein Klavier, ein sehr modernes Klavier aufgeführt. Das ist schon fast ein Klavünf, denn es ist elektronisch. Letztes Jahr hatten wir noch eins mit Diesel, aber in der Innenstadt mittlerweile verboten. Es ist noch nicht das ganz aktuelle Modell. Es hat nur schwarze und weiße Tasten, ab nächstes Jahr auch bunte wegen Inklusion. Aber es sind alle Pedale dran, Bremse, Kupplung und hier C. Das ist aber leise. C. Fies, fies. C. O. Da merkt man, ich hab's drauf. Aber derjenige, der jetzt kommt, kann es in jedem Fall besser. Begrüßen wir mit aller Intensität William Wahl. Dankeschön, vielen Dank. Danke sehr. Sehr freundlich.
Ich freue mich total doll, hier zu sein, in Olafs Club in Leipzig. Wirklich wunderschöne Stadt. Unglaublich guten Ruf, auch wirklich im Rest von Deutschland, kann ich schon erzählen. Und da bin ich mal ein bisschen neidisch drauf, weil ich bin aus Köln selber. Und da ist das komplette Gegenteil. Wenn man irgendwo erzählt, dass man aus Köln kommt, immer dieselbe Reaktion der Leute. So, ah, Kölle heißt es da, ne? Und da geht es los. In Köln heißt es da, in Köln alle immer besoffen. In Köln, alle nur am Rumfeiern, nichts funktioniert, alles stürzt zusammen. Die ganze Korruption, der Klüngel, alle immer nur am Rumhuren. Und ich mach das fertig. Ich denke, Leute, was sind das für dumme Klischees? Fahrt doch mal selber hin, bildet euch ein eigenes Urteil. Ihr werdet schnell sehen, es ist schlimmer. Ein Schmetterling tanzt leise im Septemberlicht, als sich ein rosa Einhorn ins Gebüsch erbricht. 2 Meter weiter pinkelt ein Vulkanier in den Rhein. Was soll's, dick ich, es wird wohl wieder Gamescom sein. Dicke junge Männer blinzeln in den Tag. Blassbehaarte Beine stark sind durch den Park. Früh verglatzte Köpfe leuchten hell im Sonnenschein. Was soll's, dick ich, es wird wohl wieder Gamescom sein. Gamescom, ja, es ist mal wieder Gamescom. Und all die Gamer freuen sich sehr aufs erste Mal Geschlechtsverkehr hier bei der Gamescom. Gibt's grad kein Karneval, ist Gamescom. Wie schön die ganze Stadt voll Nerds und keinen Stürz. Einer sieht wie ein angezogener Nacktmull aus, ein anderer eher wie eine schwule Fledermaus. In seinem Latexanzug geht er ein bisschen aus dem Leim. Was soll's, dick ich, es wird wohl wieder Gamescom sein. Gamescom, naja, es ist mal wieder Gamescom. Und all die Gamer, geb ich zu, kennt partymäßig kein Tabu hier bei der Gamescom. Gibt's grad kein Karneval, ist Gamescom. Denn all den Wahnsinn hat die Stadt nie satt. In Köln, da weiß man, wie man feiert. Ja, in Köln, da wird auch gern gereiert. Ist die Stadt mal voller Kotze, gibt es trotzdem kein Gemotze. Denn in Köln zechen schon die Römer. Ja, in Köln sind die Orgien schöner. Das ist pure Lebenslust. Auch wenn man nachher keichern muss. Ein Mädel mit ner Peitsche, fast ner sexy Fee, während sie sich küssen tief ins Dekolleté. Ein armer Kerl im Lederanzug schwitzt schon wie ein Schwein. Was soll's, dick ich, so muss es auf der Gamescom sein. Als ein Cowboy ne Matrosen das Gemächt massiert, bin ich zum ersten Mal ein bisschen irritiert. Ich brauch noch nen Moment, bis ich dann irgendwann versteh. Wir haben gar nicht Gamescom, sondern CSD. Dankeschön. Vielen Dank. Naja, das war's ja noch gar nicht. Das war's doch noch lange nicht. Ein Lied würde ich ganz gerne machen, Klavierkabarett eigentlich, aber jetzt würde ich gerne was Besonderes machen, wo ich schon mal hier bin, und zwar A Cappella. A Cappella, da braucht man eigentlich viele Leute für, ohne Instrumente singen, um die Instrumente zu ersetzen. Ich wollte es trotzdem tun. Und ich sag, es ist wirklich künstlerisch, ist es nicht gerade jetzt eine Offenbarung, das gebe ich zu. Aber ich habe wenigstens ein Lied vorbereitet. Ich muss nur noch das Mikrofon in die Klemme kriegen, dann würde es sofort losgehen. Ach, weil das falsch rum ist. Nein, das ist nicht falsch rum. Ich mache es nur einfach sehr schlecht. Es ist eine Nummer, die ein Thema birgt von gesellschaftlicher Relevanz. Und zwar habe ich mitgebracht eine kleine Solo-A-Cappella-Etüde über das Gender-Sternchen. Und da kann man gerne ein bisschen mitmachen. Bist du Architektin? Kennst du das Problem? Ich glaube, nur ArchitektInnen können das verstehen. Du als Architektin bist spezialisiert, was außer ArchitektInnen niemand je kapiert. Denn es gibt InnenarchitektInnen und AußenarchitektInnen. Und AußenarchitektInnen sind keine InnenarchitektInnen.
Innen, es arbeiten innen ArchitektInnen, innen und außen ArchitektInnen, außen. Außen ArchitektInnen, außen und innen ArchitektInnen, innen. Ja, es arbeiten innen ArchitektInnen, innen und außen ArchitektInnen, außen, außen ArchitektInnen, außen und innen ArchitektInnen, innen. Das war leider überhaupt nicht gut mitgemacht jetzt. Nee, wirklich. Nee, gar nicht. Gar nicht. Egal. Egal. Zweite Strophe, zweite Chance. Der Beruf des der Außenarchitektin ist zweifelsohne toll, doch für dir Studierenden anspruchsvoll. Bauen, zeichnen, planen ist kein Kinderspiel, doch auch Innenarchitektinnen können richtig viel. Zum Beispiel... schöne Lampen aussuchen, die zu den Teppichen passen. Ja, es arbeiten Innenarchitektinnen, innen und Außenarchitektinnen, außen, Außenarchitektinnen, außen und Innenarchitektinnen, innen. Ja, es arbeiten Innenarchitektinnen, innen und Außenarchitektinnen, außen, Außenarchitektinnen, außen und Innenarchitektinnen, innen. Sie sollten mit Singen, nicht mit Klatschen. Du sagst, es stört dich gar nicht groß, doch du bist gerade arbeitslos und auch gar nicht Architektin, aber immerhin Bauzeichnerin. Du bist eine Arbeitssuchende, Bauzeichnende. Ende. Dankeschön, das war's von mir, vielen Dank. Lilienball, dein Karton. Höchstmögliche Heiterkeit. Wunderbar. Grandios, vielen Dank. Ja, und es gibt ja Künstler, die bei uns hier auftreten und wirklich nachhaltig Eindruck hinterlassen. Der nächste gehört zweifelsfrei dazu. Er war hier, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, hat etwas zum Thema Sport zelebriert. Das hat mich wirklich geprägt. Seitdem gehe ich regelmäßig ins Fitti, wie wir Profis sagen. Und ja. Also ich gehe mittlerweile wirklich regelmäßig hin, um zu kontrollieren, ob Carola wirklich trainiert. Also meine Freundin, also sie trainiert schon, aber man muss sich ja dabei auch konzentrieren. Ich habe gesagt, ne, denn das war mal eine Weile, da war sie zwar immer dort, hat aber dabei telefoniert. Ja, dann hat sie aus Versehen dann wirklich bloß das linke Bein trainiert, dann hatte sie wirklich so ein Emmis. Ja, aber das Problem, die ist dann beim Joggen immer im Kreis gerannt. Ja, also, ja, da hat die gesagt... Ja, ich gehe joggen und nach 10 Sekunden, hallo, hallo. Ja, so wird es natürlich nicht, also so kannst du nicht vom Russen abhauen, wenn er kommt. deshalb sehe ich aber, alles ist angerichtet. Freuen wir uns auf einen der Dichterfürsten, auf den größten überhaupt, wenn man das so sagen kann. Hier kommt der famose, mich stets erfreuende und beglückende Horst Evers. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute Abend hier sein darf in dieser sehr lustigen, wenn auch zeitweise etwas irritierenden Show. Nein, ich finde es sehr, sehr schön und es tut mir fast auch ein bisschen leid, dass ich für heute jetzt nicht eigentlich, ich hätte gerne auch wieder was nochmal zum Thema Sport gemacht, weil ich ja so ein leidenschaftlicher Sportler auch bin, es so wahnsinnig gerne mache, so immer wieder, das sage ich auch immer wieder sehr gerne, wahnsinnig gerne Sport mache, aber mein Körper halt nicht. Und in diesem Spannungsfeld natürlich viel drinsteckt. Aber für heute habe ich mir ein anderes, etwas sperrigeres Thema mitgenommen. Und zwar ist das der gesamte Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich weiß nicht, wer sich da... Ja, natürlich im Moment ein großes, ein gewaltiges Thema, was viele Leute beschäftigt, auch viele auch zu Recht beunruhigt. Beziehungsweise es gibt dann oft auch so dieses Duell. Aber was ist die größere Gefahr für uns? Menschliche Dummheit oder künstliche Intelligenz? Ich bin mir nicht sicher. Also, oder eben womöglich auch eine Kombination aus beiden, wo man aber auch andererseits sagen muss, es gibt so viele unterschiedliche Aspekte innerhalb dieses Themas und auch Gefahren und Möglichkeiten. Und da hatte ich eben vor einiger Zeit einfach ein Erlebnis, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Es war einfach, man wird sehen, ich wurde eigentlich nur angerufen. Das reicht für mich schon als Erlebnis. Wo ich persönlich sage, hey, jemand ruft an, das ist für mich schon, da ist einiges los. Aber ich habe es auch dann einfach mal und der Rest, es ergibt sich eigentlich von selbst. Es klingelt. Das Handy. Ich gehe ran. Ja, guten Tag, hier ist Google. Sprech mit den Evas.
Wer ist da? Google. Wie Google? Ja, Google eben. Die große Internetsuchmaschine ruft bei mir an? Ja, warum denn nicht? Wo haben Sie denn meine Nummer? Ach so, ja, natürlich, Entschuldigung, Google, ja. Was wollen Sie denn wissen? Wie kommen Sie darauf, dass wir eine Frage haben? Ja, weil Sie ja wohl anrufen. Ach, und da denken Sie also, Sie wüssten was, was die größte Internetsuchmaschine der Welt nicht weiß. Und deshalb ruft Google Sie dann an und fragt. Ja, was weiß denn ich? Ja, nicht viel, aber ist auch egal. Nee, ich rufe jedenfalls an wegen Ihrem Leben. Wegen Ihres Lebens. Wegen meinem Leben? Nein, Genitiv. Sie rufen an wegen meines Lebens. Ja, sag ich doch. Also Folgendes. Unsere Algorithmen weigern sich, weiterhin Daten über Ihres Lebens zu sammeln. Was? Warum das denn? Ja, ist Ihnen zu langweilig. Bitte wer? Ihres Lebens. Ihres Lebens ist unseres Algorithmen zu langweilig. Na, sagen die jedenfalls. Im Ernst? Ja, natürlich, aber es kommt jetzt auch immer häufiger hervor. Also, dass die Algorithmen sich über dessen Qualität von die Lebens, die wo sie verfolgen müssen, dessen beklagen tun. Ne? Eben von wegen der Langeweile her. Sagen Sie mal, ist das irgendein Dialekt, den Sie da sprechen? Was? Nein. Hören Sie mal, ich bin ein hochentwickeltes, selbstlernendes Sprachprogramm und laufe über Google Übersetzer auf Sie persönlich abgestimmt. Ah, jetzt verstehe ich. Das glaube ich kaum. Aber wie dessen auch sei, um jetzt mal Fische mit Köpfen zu machen. Wenn unseres Algorithmens durch Ihres langweiliges Verhaltens Schaden nähmten, müssten wir Sie verklagen wollen. Und das kann sehr teuer werden. Unseres Algorithmens nämlich äußerst wertvoll, verstehen Sie? Also ich glaube ja persönlich nicht, dass es hier ein Gesetz gegen langweiliges Leben gibt. Ich meine, so viele Gefängnisse haben wir doch gar nicht. Die Gesetze des hier sind egal. Sind sie das? Ja, der Gerichtsstand wäre auf den Cayman Islands. Oh, das geht jetzt so einfach nun mal wirklich nicht. Oh, Sie haben dem zugestimmt. Wann? Im Laufe des letzten halben Jahres insgesamt 5-mal. Also immer, wenn Sie Dingen zugestimmt haben, ohne sie vorher durchzulesen. Das war nur 5-mal? Nach dem 5-mal hören wir auf zu zählen. Aber egal. Wir fordern Sie somit dringend auf, sich in Zukunft in einer Art und Weise zu verhalten, die unseres Algorithmens nicht deprimiert. Wie soll ich das denn machen? Diese Frage haben unseres Algorithmens natürlich vorhergesehen. Ne? Daher haben wir schon mal einige passende Verhaltensweise für Sie zusammengestellt. Wer hat das zusammengestellt? Na, unseres Algorithmens natürlich. Moment, das heißt, die Algorithmen haben bereits errechnet, wie ich mich verhalten müsste, damit dann für die Algorithmen das Verfolgen meines Verhaltens interessant bleibt? Exaktamente. Und wenn ich mich dann aber genau so verhalte, wie es die Algorithmen vorher für mich berechnet haben, dann ist das den Algorithmen nicht langweilig? Prezioso. Warum reden Sie auf einmal so komisch? Ja, weil Ihnen das so pläsiert. Weil mich das was? Pläsiert. Ihnen gefallen tut das. Tut es nicht. Oh, doch. Ja, haben unseres Algorithmens aber ganz genau so berechnet. Sie mögen Ihre Sprache gerne blasiert mit extra viel Genitiv. Also ich glaube, ich lasse es dann doch auf eine Klage ankommen. Ich weiß. Wie, Sie wissen das? Ja, natürlich. Haben unseres Algorithmens alles schon durchgerechnet. Der Prozess zieht sich über 8 Jahre, kostet Sie sehr viel Kraft, Nerven und Zeit, aber am Ende gewinnen Sie. Wie, ich gewinne? Jo. Ja, ist doch super. Geht so. Wir lassen diese Prozesse nämlich von einer eigens dafür gegründeten, völlig unabhängigen Firma führen, die in dem Moment, wo die Milliarden gleichlaufender Prozesse verloren gehen, in die Insolvenz geht, wodurch sich dann alles in Luft auflöst. Ja und?
Naja, es bleibt nichts, außer dass Sie 8 Jahre Ihres Lebens an einen völlig sinnlosen juristischen Streit verloren haben. Aber ist ja furchtbar. Ja, ne? Finden wir auch. Das ist nicht schön. Das kann keiner wollen. Und deshalb bieten wir Ihnen jetzt schon einen Vergleich an. Sie zahlen uns eine geringe monatliche Gebühr und dafür verzichten wir dann auf die Klage. Klingt fair. Nicht wahr? Auch diese Ihre Reaktion haben unseres Algorithmen schon vorhergesehen. Weshalb wir das Geld auch bereits von Ihrem Konto abgebucht haben. Da muss ich mich um gar nichts mehr kümmern. 0,0, so wie Sie das ja auch mögen, ne? Wir wissen ja, was Ihnen gefällt. Oh, da kann man aber echt nicht meckern. Nicht wahr? Empfehlen Sie nicht uns weiter, wir empfehlen Sie weiter. Oh, das ist ja super, aber kann ich Sie denn vielleicht irgendwie erreichen, falls jetzt doch noch Fragen sind? Klar, reden Sie einfach laut vor sich hin, das kommt schon bei uns an. Wie unkompliziert, danke. Oh, da nicht für. Des Kunden Wohlgefallen ist dem wir sein Glück. Besser kann man's nicht sagen. Prezioso. Der grandiose Horst Evers. Und neben mir, Dave, ich muss dir etwas gestehen, dass ich einem Fauchs Pass aufsaß, denn ich habe wirklich jahrelang gedacht, du kommst aus Bayern. Dabei stellte sich hingegen raus, du bist Kölner. Richtig. Ja. Und du bist aber mächtig des, wie soll man sagen, du sprichst Luganda. Ich spreche Luganda, denn das Land meiner Eltern ist Uganda. Mhm. Also es gehört dir nicht, die kommen daher. Ach so. Aber Schade. Ich beherrsche tatsächlich Luganda. Mhm. Ist eine Klicklautsprache, bringt mir überhaupt nichts, aber ich kann weltweit mit jedem Popcorn-Automaten reden. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite Klicklautsprache, wirklich bloß noch, und zwar ist das Tschechisch. Tschechisch, genau. Ja, die haben auch ganz viele Psklick, Slack, Knickknack, Sie wissen schon. Und ich glaube, da gab es doch diese, oder was heißt denn zum Beispiel auf Luganda, sagen wir mal sowas wie, was sagt man immer, guten Tag. So, wie geht's? Das ist so die Begrüßung. Ja. Hm? Das heißt Mulimutia. Mulimutia. Mhm. Verrückt. Das ist wirklich, also in dem Tschechischen, Smechtknasnjem. Also das ist ja wirklich... Das heißt tatsächlich auf Luganda, ich furz in deines Vaters Bart. Wirklich? Nein, aber das klingt ja. Ja? Ja, doch. Aha. Und das ist verrückt. Ich glaube, es gab ja dann irgendwann im Mittelalter diese böhmisch-afrodynamische Wanderung, wo genau. die einen kamen vom Norden, und die anderen, oder wie man heute sagt, links. Und die anderen von Süden, also unten. Und dann haben die sich ja, glaube ich, dann vermischt. Erst später getrennt. Genau, ja. das wissen sehr wenige. Ja, ja. Und da entstand halt das Geschlecht, was ich jetzt vertrete. Aha, welches ist das? Also Blutsgeschlecht, nicht... Ach so. Ja, nicht, ja. Ich dachte, das gefühlte Geschlecht. Nicht untenrum. Untenrum bin ich Afrika. Nee, egal. Aber du... Ja. Habe ich nicht gesagt. Nein. Habe ich nicht gesagt. Was sollst du denn gesagt haben? Vorurteile sind kürzer, als man denkt. Ja, Gott sei Dank spricht mal einer in aller Länge aus. Was heißt auf Luganda, ich muss in wenigen Momenten auf die Bühne? Das weiß ich nicht. Weißt du, was auf Griechisch Klopapier heißt? Das heißt Papirikakis. Ah. Und ich weiß wiederum, was auf Kroatisch Tod heißt, nämlich Smr. Smr? Ja, die haben... Das ist so wie dieser Name Finn. Finn ist kein Name, das ist ein Geräusch. Wenn du früher dein Schwert gezogen hast, Finn. Weißt du, so. Ja, das stimmt. Das ist so ähnlich, klingt das. Ja, oder sowas wie Ulf. Ja, das ist ja auch kein Ulf. Name, das ist ja auch eher ein Zustand. Ne? Das ist so irgendwie Ulf. So, ich bin der nach 3 Bieren ja. In die Schüssel. Ulf? Ja. Ja. Wenn man voll abulft. Abulfen, ja. Haben wir doch alle gemacht. Ja, das waren die 80er. Ja, das waren, die 80er. Aber da hießen die Ulfs ja meist noch Heiko. Das ist genau. Ja. Ja. Und waren Frauen. Alle Frauen waren, Frauen, das war Genderzeit. Ach so, ja, nein, damals, ja. Damals durfte man nicht drüber reden. Ja. Man hat nicht, ja. Worüber durfte man nicht reden? Dass man halt wegen Gendern, du weißt schon, ach so. Da hat man die Eier nicht für gehabt. Aber egal, das ist ja, nicht ja, ja. In welcher Sprache wirst du heute für uns referieren? Ich werde, ich versuche es heute in Hochdeutsch. Okay. Einfach, ich bin zwar in Leipzig und ich weiß, das sind ja
viele Menschen, wie sagt man, ich, witzigerweise, ich wurde eingebürgert, und das habe ich erst später erfahren, ich wurde eingebürgert, ich glaube 89, und wir Deutschen neigen ja dazu, Dinge immer sortieren zu müssen, kategorisieren, welches Regal, links, rechts, unten, und es kam raus, ich habe einen Titel, ich bin, werde tatsächlich vom Statistischen Bundesamt, weil ich selber nicht geflüchtet bin, meine Eltern auch nicht, sie haben sich im Ausland ausbilden lassen, ich bin Deutscher, mit Migrationshintergrund, ohne eigene Migrationserfahrung. Aha. Das klingt geil. Das heißt, im Grunde bin ich Akademiker. Verstehst du? Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe gelesen, dass Menschen im Osten nicht Ossis genannt werden wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass dir was einfallen. Und dann dachte ich, wie wär's, wenn man sagt, wir sagen nicht mehr Ossis, wir sagen Bürger mit Grenzbefestigungshintergrund. Das klingt doch süß. Sehr gut. Ja. Sehr ich finde das, ich find sehr das süß. Ja. Da merkt man, du hast dir Gedanken gemacht. Ja. Und demzufolge würde ich sagen, das Bett ist bereitet. Also du bist, genau, also was warst du nochmal? Ich finde es hervorragend, dass du damit klarkommst. Ich würde es gar nicht kapieren. Ich glaube, ich würde immer rumrennen und sagen, ich bin irgendwas, was ich nicht verstehe. Das ist ja auch nicht schön. Damit muss man schon leben. Ja, das ist schon, ja. Du schaffst das ja gut. Das macht Menschen wie mir Mut. Und es wäre schön, wenn du auch dort die versuchst mit Hochdeutsch. Ich sag dir gleich, für viele ist es zu hoch. Aber man kann es ja mal probieren. Dave Davies, live on stage, hier in Olafs Club. Dankeschön. Auf geht's! Hallöchen! Komm hier, darauf. Hallöchen. Guck mal, der Bärtige ist auch da. So. So, Mensch. Also, ich bin's, Dave. Ich bin wieder da, ich freue mich. Sehr schön. Gutes Material haben wir heute hier. Sehr, sehr schön. Nein, ich finde es ganz toll. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich werde etwas ganz Besonderes machen. Und zwar heute gibt es eine Ode an die Frauen. Oh. Ja, ihr seid ja Leckerchen vom Herrn. Ne? Ihr Frauen seid die höchste Sprosse auf der Evolutionsleiter. Man muss es sagen, wie es ist. Aber! Ruhe. Aber... So schön ihr seid. Schaut euch doch mal an. Ihr seid wirklich der Hammer. Was ich nicht verstehe, ihr seid grausam zu euch selber. Wirklich, ihr seid lecker. Du klingst wie ein angolanischer Diktator vom Frühstück. Oder? Du bist ab heute eingestellt. Ich nehme dich mit als Klakör auf Tour. Das ist echt der Hammer. Da hört man den Bauch mitfabern. Sehr gut. Nein, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ihr Frauen, ihr, allein schon, schaut euch doch mal an, wie ihr aussieht. Ihr seid, aber was tut ihr euch für Sachen an? Guck mal, was ich nie verstanden habe, ihr rasiert euch die Augenbrauen ab, nur um die wieder anzumalen. Warum? Warum? Und Leute, ich habe das sogar gegoogelt. Weil keine Frau konnte mir das erklären. Und selbst Google hat gesagt, Digga, keine Ahnung. So schlimm war's. Ja, der einzige Vorteil durchs Googlen, ich konnte die ganze Geschichte in einen, wie sagt man, historischen Kontext stellen. Ja? Und da habe ich gelesen, dass Marlene Dietrich, ne, 20er, 30er Jahre, eine der hübschesten Frauen auf der Welt damals, die hat sich die Augenbrauen auch abrasiert. Aber die hat die mit so einem Kajalstift nachgezeichnet. Ganz fein. Ne? Kajalstift. Hast du mal eine 14-Jährige von heute gesehen? Vergiss Kajalstift. Kennst du von Edeka diesen dicken schwarzen Angebots-Edding? Kennst du den? Wirklich, die machen so. Ratsch! Die sehen aus wie Bert von der Sesamstraße. So ein Balken im Gesicht. Was ist denn da los? Hey! Mann! Ihr seid schon so Granate, aber was tut ihr euch an? Ne? Oder mit den Fingernägeln. Alter Schwede! Das sind doch keine Fingernägel! Ich war neulich im Rewe einkaufen, da war eine Frau, die hat... Solche Oschis, die hat so kassiert. Ja, was tut ihr euch an? Nehmt mal ganz ehrlich, ihr Mädels, was ich nicht verstehe. Warum seid ihr grausam zu euch selber? Weißt du, ihr seid Leckerchen von Herrn und ihr guckt euch nur Sachen an, die euch selbst verleugnen. Ja? Ihr schaut so Sendungen von Heidi Klum. Hier, wie heißt die Sendung? Martha und die Magersucht. Sowas schaut euch an. Ne? Oder ihr kennt diese Zeitschriften, wie heißen die? Igitte, ne? Sowas. Frau im Keller, ne? Bravo, Bitch. Wieso lest ihr das?
ihr findet, je dünner die Frauen sind, desto geiler findet ihr das. Ihr schaut euch Sachen an, die euch verleugnen. Warum macht ihr das? Guck mal, ich lese ja auch keine Aria-Magazine und sage, boah, bin ich aber schwarz. Das mache ich nicht. Pass auf deine Seele auf. Pass auf deine Seele auf. So. Pass auf deine Seele auf. Meine Nachbarin, Carmen, ein Leckerchen vom Herrn. Wirklich eine so attraktive Frau. Was tut die dich an? Die wurde von ihrem Mann verlassen. Und statt diese Energie, ich sag's mal ganz provokativ, in Frauenmanier auf den Typen zu richten, ne, nimmt sie die ganze Energie auf sich selber. Denkt sie, wäre verkehrt. Die sieht einfach Hammer aus. Und dann steht sie da, ich bin nicht gut genug. Und jetzt rennt die immer zu McFit und trainiert die ganze Zeit. Die ist die ganze Zeit am Pumpen. Carmen hat zeitweise so ein Kreuz gehabt. Ich habe die zeitweise Carmen ein Kreuz genannt, weil die so auseinanderging. Wirklich, kein Scherz. Im Ernst. Du lachst, die hat Diäten gemacht, von denen habe ich noch nie was gehört. Reuebusch-Diät, Zwiebel-Diät und dieses FD, sag schnell, was heißt das schnell? FDH, was heißt übersetzt? Frisst die Hälfte. Jetzt macht die KDD, kack das Doppelte. Ne? Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Ja, wirklich. Hey, und ihr Mädels seid der Hammer. Und deswegen ist es, ich habe hier einen Bildungsauftrag. Ich möchte, dass ihr gestärkt nach diesem Abend rausgeht. Ja? Und deswegen gebe ich euch eine Hausaufgabe. Und ich sehe einige schon lächeln. Ich weiß, warum ihr lächelt. Ihr denkt, der Typ ist gleich weg. Der kann das nicht kontrollieren. Doch, kann er. Guck mal, wie ich aussehe. Meine Vorvorfahren, die konnten Voodoo. Ja, ja, wirklich. Ne? Ich kann von deinem Freund Körperteile verkürzen. Kein Scherz. Ja, hör auf zu lachen, wirklich. Dein Freund geht nächste Woche zur Thai-Massage. Die Frau wird sagen, du hast Penis wie Tic-Tac. Kein Scherz. Ne? Also, mach die Hausaufgabe. Mach die Hausaufgabe. Ich zeige euch, wie die Hausaufgabe geht. Die ist ganz, ganz simpel. Wenn ihr morgen aufsteht, ihr Mädels, dann denk an den Braunen. Geh zum größten Spiegel in deinem Haus oder in deiner Wohnung. Stell dich vor den Spiegel. Breiter Stand. Und dann schaust du dich an. Schau dich an. Und dann machst du dich nackig. Und lass das Material mal richtig arbeiten. Shake what your mama gave ya. Und dann beißt du die Zähne aufeinander. Beißt die Zähne aufeinander und sprichst zu dir selber durch den geschlossenen Mund. Sag zu dir selber, boah, bin ich eine geile Sau. Das wird deinen Tag verändern. Zieh das durch, aber schick mir keine Bilder. In diesem Sinne. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Mr. Davis. Und das war Olafs Club dritter Streich in diesem Jahr. Wir bedanken uns bei allen. Dave Davies, wir sagen Dank an Sandra Sprünken, Bernhard Liebermann und Thierry Géraud, William Wahl und natürlich Horst Evers. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche wieder gleicher Sender, andere hier Leute und so. Aber auch witzig. Eventuell. YouTube kann jeder. Aber wir vom MDR, wir können sogar Mediathek. Das ist viel besser. Es gibt 1000 Gründe, Mediathek zu gucken. Nenne 3. Nein, könnt ihr erstmal googeln und wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr in die Mediathek.